Ey, yo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Okamiade. Ja. Wir sind ja immer noch so ein bisschen unterwegs hier, um mal so ein bisschen, naja. Die Priesterin sucht irgendwie ihre Gebetsketten, Gebetsstreifen, damit wir ihr helfen können. Und die Königin Himiko, da hat sie auch irgendwie nichts zugesagt. Ne, wieso die jetzt halt dem Volk nicht hilft. Ja, hier war denn nämlich auch so ein kleines Geheimnis. Nicht, das meinte ich eigentlich. Die Katzenstatue. Ne, die übersieht man auch ziemlich schnell. Wenn man es nicht weiß. So, hier haben wir nochmal einen Exorzismus L. Naja. Ja, hier müssten wir dann auch erst, können wir auch erst später denn was machen. Ne? So, jetzt will ich kurz das Ding da hinten noch ausgraben, bevor es... Ach, ja, jetzt könnt ihr das auch sehen, da hinten aus dem Tor, da kommt dieser komische Rauch raus. Nee. So, noch eine Perle. Naja. Nee, wie ich schon gesagt habe, also wenn es so weitergeht... Aber eigentlich bald alles geschafft, ne? Aber ich bin schon ohne diese Liste gefunden. So, was macht ihr denn hier? Wir sind die Leibwächter von Königin Himiko. Sie ist im Moment im Palast und betet für die Stadt. Ich habe Befehl, dass sie niemand gestört werden darf. Und da ich Befehle ernst nehme, darfst du nicht rein. Du Kläffer. Du kannst die verfluchte Zone direkt vor dir sehen. Die ganze Stadt ist von einer finsteren Luft umhüllt. Aber wir werden nicht erlauben, dass es Königin Himiko auch nur ein... Dass Königin Himiko auch nur ein Haar gekrümmt wird. Nein, wir Wachen werden nichts Böses an sie heranlassen. Mann, Himikos Leute hören sich alle an wie Papageien. Aber du kannst nicht einfach jemanden angreifen. Schließlich bist du ein Gott. Lass ihn zufrieden. Ja, da ist uns schon ganz recht. Ja, wir können da, glaube ich, auch erst später mehr oder weniger auch richtig erst hin. Ne? Mhm. Okay, dann haben wir hier noch was versteckt. Naja. Oh Mann, ja, wenn wir das alles wieder verkaufen, ey, kriegen wir doch ganz schön Geld zusammen, ja. Naja. So. Mhm. Die Kiste sieht man so. Naja. Gut, ey. Ja, wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem Grund... Mit diesem komischen Nebel und dieser komischen Nebelsäule da hinten. Ach, hier ist nochmal so ein Adelshaus. Okay. Ja, hier drin werden auch nochmal so Bäumchen versteckt. Naja. Ich frage mich, was mit dem Kaiser los ist. Seine Krankheit muss der Grund für sein eigenartiges Verhalten sein. Ich schätze mal, du hast keine Zeit, dir mein Lied anzuhören. Oder, Hündchen? Ich habe unter dem Kaiser der Stadt Saiyan gedient und stand ihm länger als irgendwer sonst zur Seite. Aber dann wurde er von einer schrecklichen Krankheit ans Bett gefesselt. Seitdem ist er eine völlig andere Person. Er war immer ein so bescheidener und gütiger Herrscher in der Vergangenheit. Aber jetzt umgibt er sich mit Wachen und schickt die Bedürftigen davon. Es gibt sogar das Gerücht, dass er ein Mädchen ganz ohne Grund eingesperrt hätte. Es ist die Krankheit, wegen der er sowas tut. Ganz ohne jeden Zweifel. Er hat also ein Mädchen eingesperrt. Oh, was für ein süßes kleines Hündchen.
Vielleicht könntest du meinem armen Mann eine Weile zuhören. Er ist in letzter Zeit so besorgt, dass er mit jedem redet. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht so wohl. Der Nebel, der die Stadt eingehüllt hat, ist so unglaublich dick. Das macht einen wirklich fertig. Nach einer Weile. Naja, jedenfalls müsste man dran denken, dass hier auch Bäumchen drin sind. Nee. Naja. Okay. Ja. Dann schauen wir uns doch mal weiter um, ne? Da geht's auch nicht weiter. Naja. Jetzt will ich aber kurz nochmal. Nein, da wollte ich nicht rein. Ich will kurz nochmal. Nein. Ach. Das habe ich schon vergessen. Wie der Pinsel funktioniert. Mal kurz nachmachen. Ich will noch mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas war. Nee, hier war nichts mehr. Okay. Ja, okay. Dann müssen wir ja dahin, ne? Bleibt uns ja kein anderer Weg. Ja, von hier kommt nämlich dieser komische Nebel. Naja. So, mit den Wachen reden wir natürlich auch noch. Psst. Psst. Kannst du mich hören? Was? Was? Eigentlich haben wir Dienst. Es ist nur. Ich wollte dich etwas fragen. Was ist deine Meinung über seine Hoheit? Was meinst du? Du wirst doch nicht an unserem ehrenwerten Kaiser zweifeln. Es stimmt zwar, dass er ans Bett gefesselt ist durch seine seltsame Krankheit, aber ich bin voller Hoffnung, dass er sich schon wieder sehr bald erholen wird. Na ja, gut, der flüstert eigentlich nicht. Das bin ich natürlich auch. Aber das ist irgendwas. Da ist irgendwas mit seiner seltsamen Krankheit, das mich beunruhigt. Dieser wirbelnde Nebel ist doch ein kleines bisschen merkwürdig, oder? Von dem Moment an, als der Kaiser krank wurde, begann er aus seinem Raum zu strömen. Und bevor wir es bemerken, hatte er die ganze Stadt bedeckt. Die Leute leiden auch unter ihm. Nun, glaubst du, das sind alles Zufälle? Ich gebe zu. Es ist ganz schön seltsam, aber es nützt nichts zu versuchen, seine Hoheit zu fragen, wie es ihm geht. Er schickt jeden weg. Er will nicht einmal den Arzt sehen. Also gibt es nichts, was wir deswegen unternehmen könnten. Aber was ist mit dem Mädchen, das er ganz alleine in einer Zelle hat einsperren lassen? Eingesperrt sein, sie hat nichts Falsches getan. Du meinst dieses Mädchen namens Kaguya? Stimmt's? Befehl ist Befehl. Wir hatten keine andere Wahl, als sie einzusperren. Aber ich kann nicht verstehen, warum seine Majestät das von uns verlangt hat. Die Stadt ist in ein totales Chaos, seitdem er so krank ist. Und ich frage mich, was im Palast vor sich geht. Hallo Wolf. Wenn ich du wäre, dann würde ich nicht mehr rankommen. Wir haben den Befehl, den Kaiser mit unserem Leben zu verteidigen. Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann gehst du jetzt. Was gibt's? Ist es der wirbelnde Nebel innerhalb des Palastes, der dich beunruhigt? Es ist nichts, wirklich. Das ist es auf jeden Fall, was der Kaiser uns befohlen hat zu sagen. Es ist nichts. Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann geh jetzt. Ja, der weiß irgendwas. Huch, ein weißer Wolf? Wie ungewöhnlich. Was machst du hier im Palast des Kaisers? Willst du ihn etwas
etwa seine Schätze unter der Nase wegstehen? Während er krank ist? Du bist ein böser Hund. Verschwinde von hier, sofort. Wenn ich dich hier noch einmal sehe, dann werde ich dich zum Abendessen verspeisen. Naja, ich glaube, ich möchte so ein schmutzig aussehendes Biest gar nicht essen. Aber verschwinde trotzdem von hier. Du nervige Promenadenmischung. Es ist der Befehl des Kaisers, dass niemand hier durch darf. Und das schließt sowohl Menschen als auch Wölfe ein. Nicht einmal eine Mücke kommt an unsere super hohe Sicherheit vorbei. Hab ich nicht deutlich ausgedrückt, dann verschwinde von hier. Diese hohe Sicherheit kann nur eins bedeuten. Was auch immer dieser wirbelnde Nebel verursacht, befindet sich im Palast. Ich frage mich, was für eine Person der Kaiser eigentlich ist. Naja. Okay. Joa. Jedenfalls. Weiß nicht, hatten wir das schon gekriegt oder nicht? Oder kriegen wir das noch? Ja, jedenfalls, wir kriegen so ein Teil, da können wir uns winzig klein machen. Nee, das haben wir noch nicht gekriegt. Ja, ich glaube, das war auch unter Ausrüstung oder so. Aber so wie es aussieht, sind hier die... Hä? Schau dir diese Papierstreifen an. Sieht aus, als ob auf jeden Streifen ein Zauberspruch oder sowas drauf wäre. Aber ich habe keine Idee, wie man sie benutzt. Ich glaube nicht, dass sie uns eine Hilfe sein werden. Ja, aber wir wissen, wen sie eine Hilfe ist. Sieh dir das an, Amy. Da kommt Nebel aus diesem kleinen Loch hier. So schade, dass du so groß bist. Sonst könnten wir das Loch untersuchen. Ich mag diesen Basilisk nicht. Irgendwas ist hier sehr verdächtig. Mhm. Ja, wir müssten mehr oder weniger mit Issun... Ja gut, Issun kommt dann halt mit, ne? Aber wir müssen halt durch dieses kleine Loch durch. Und wie das geht, das sehen wir dann auch noch. Ne? Warte es mal ein bisschen ab. Jedenfalls, jetzt haben wir schon mal die Gebetsstreifen gefunden für die Priesterin. Ne? Naja. Okay, die hat sie ja gesucht. Davor wollte sie uns nicht erzählen. Bevor sie diese Gebetsstreifen wieder hat, wollte sie uns nicht halt erzählen, was ihr Anliegen ist. Was hast du? Was hast du? Meine Gebetsstreifen? Du hast sie gefunden? In dieser riesigen Stadt? Danke, sie sind unentbehrlich in meinem Kampf gegen böse Wesen. Ich hätte gedacht, eins von ihnen hätte sie mir gestohlen. Den Göttern sei Dank. Ja, die Fähigkeit, Dinge aufzuschnüffeln, ist wirklich eine göttliche Kraft. Dein Name ist Amaterasu, nicht wahr, Wolf? Nun, Amaterasu, würdest du deine Kraft in unsere aller Dienste stellen? Ihr sagt, wir seien die Antwort auf eure Gebete? Ich sage, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Wie ihr gesehen habt, ist die Ryoshima-Küste in Aufruhr, weil sie das Böse aus der Finsternis erhoben hat. Wegen den Kräften der Finsternis. Kräfte der Finsternis? Ja, im Vergleich dazu sind die Monster in der Wildnis gar nicht. Sie haben begonnen, sich über die Ryoshima-Küste zu ergießen. Und solange sich die Königin Himiko in ihrem Palast verkriecht, liegt es nun alles an mir. Normalerweise würde ich meine heiligen Kräfte einsetzen, um jegliche Gefahr von der Stadt abzuwenden. Aber dieser Feind ist zu stark für mich. So bleibt mir keine Wahl, als euch um diesen Gefallen zu bitten. Leiht mir eure Kraft. Bedeutet das, dass wir letzten Endes Himiko helfen werden? Ich weiß nicht. Hört sich irgendwie komisch an für mich. Vielleicht glauben die Könige sein... Was? Die
Vielleicht glauben die Königin, sei ein Feigling, sich einfach so zu verstrichen. Aber sie kümmert sich um ihre Untergebenen. Sie betet für unser aller Schutz. Aber nicht einmal sie kann den Wasserdrachen beruhigen und die Stadt läutern. Nicht ohne den heiligen Schatz, um ihre heiligen Kräfte zu verstärken. Ich möchte, dass ihr mir helft, ihn zu finden. Bitte, Amaterasu, lass mich dich noch einmal fragen. Wirst du dir anhören, was ich zu sagen habe? Naja. Okay, das hören wir uns im nächsten Part an. Sorry. Naja, Leute. Dann bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, Leute. Und willkommen auf meiner Endcard. Im oberen Bereich kommt ihr jeweils zum vorherigen Part, zu meiner Playlist und zum nächsten Part. In den unteren linken Bereich kommt ihr jeweils zu Twitter und Facebook. Falls ihr Lust habt, könnt ihr immer vorbeischauen. Des Weiteren ist da mein Sendeplan, obwohl der Uploadplan steht. Naja, da könnt ihr jeweils sehen, wann eure Lieblingsfolgen, zu welcher Uhrzeit und an welchen Tagen läuft in den 2 Wochen. Ganz unten rechts kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr alle Projekte, die ich momentan geplant habe und die definitiv irgendwann laufen werden. Ja, das soll es auch schon sein mit meinem Gequatsche. Freut mich, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, ihr habt weiterhin Lust an diesem Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.